Ich bin heute hier beim neuen Campus von IBA und ich unterhalte mich mit dem Direktor vom IBA, Herrn Viktor Wall. Warum hat man sich für dieses neue Gebäude entschieden? Nun, unsere Einrichtungen in Sachonia sind mittlerweile schon nicht mehr ganz neu und der ganze Raum dort ist zu klein. Wir haben ja dort eine Infrastruktur, die wir raummäßig mit dem Kollegio Alberto Schweizer und mit Obedira teilen. Und für Internate, für Schulklassenräume und für Bibliothek und so weiter ist das alles zu klein geworden und auch etwas veraltet. Wir hätten müssen eine ziemlich große Renovierung machen. Und dann wurde uns die Idee zuteil, da kam der Gedanke, der Vorschlag, sagen wir mal am besten, doch an einen neuen Campus zu denken. Und natürlich, wir haben uns dann umgeschaut und mehrere Alternativen angedacht. Und dies schien uns der beste Ort zu sein, um einen neuen Campus aufzubauen. Das Grundstück haben wir schon im Jahre 2011 gekauft und Ende 2012 konnten wir schon bezahlen. Dann haben wir einen langfristigen Plan gemacht, einen Masterplan für die nächsten 30 Jahre etwa und haben sehr viel Prozesse gehabt, wo man einfach überlegt hat und gemeinsam nachgedacht hat, gemeinsam gesucht hat und Entscheidungen getroffen hat. Dann konnten wir schließlich dann auch die Spatenstichfeier machen und mit den Bauarbeiten haben wir etwas über ein Jahr zurück angefangen. Also dies ist in etwas mehr als einem Jahr entstanden, was wir hier sehen heute. Unser Plan ist 2021. Also wir wollen für das Jahr 2021 umziehen und schon hier den Unterricht machen. Das bedeutet, dass wir dieses Gebäude zum größten Teil fertiggestellt haben wollen, wo wir uns jetzt hier drin befinden. Und natürlich, dort drüben ist schon die Infrastruktur, wollen wir sagen, die Zemmenstruktur von dem Jungenheim. Und da muss noch das Mädchenheim. Das sind die drei Hauptgebäude oder die drei Gebäude, die wir aufbauen müssen, um rüberziehen zu können. Und unser Plan ist für 2021, dass wir dann hier den Unterricht schon beginnen können. Wer IBA aktuell kennt, weiß, wie es aussieht. Was gibt es hier so Unterschiede in diesem Gebäude? Nun, dort haben wir fast keinen Raum und hier haben wir 6,5 Hektar Grundstück. Das ist der erste große Unterschied und dazu sind wir sehr froh. Wir konnten das noch zu einer Zeit erwerben, wo das Land noch relativ, auf alle Fälle viel günstiger war als jetzt. Und dann haben wir einen sehr guten Plan entworfen von diesem Hauptgebäude, wo wir eine sehr geräumige Bibliothek haben, was für uns sehr wichtig war, wo wir viel mehr und größere Klassenräume haben als dort in Sachonia. Und natürlich auch, wir werden mit der Zeit die ganze Kücheninfrastruktur und so weiter, wird hier natürlich auch viel größer und Möglichkeit geben, mehr Leute zu das Angebot von Kost und Quartier und so weiter zu geben. Und wer unterstützt dieses Projekt finanziell oder was ist der Kostenvoranschlag? Vielleicht sollte ich so viel sagen, den meisten von den Zuschauern wird das bekannt sein, dass IBA gehört ja der Konvention, also die spanisch sprechende Konvention der Mennoniten Brüdergemeinde und die deutschsprachige Vereinigung der Mennoniten Brüdergemeinde. Die beiden, das sind die Träger des IBA und die haben diesen Campus, diesen Aufbau auch in Auftrag gegeben. Von daher kommen auch beinahe alle Finanzen, der größte Teil der Finanzen aus dem Rahmen dieser beiden Trägerschaften. Ich glaube, wir haben es hier mit einer Investition für die Zukunft zu tun, auf lange Sicht. Ja. Und das ist mir sehr wichtig, immer wieder zu betonen. Diese Baulichkeiten, die ich erwähnte, also dieses Hauptgebäude, das Jungeninternat und hier zu meiner rechten Seite kommt später das Mädcheninternat, je für 48 alleinstehende Männer und Frauen. Und dieses Gebäude gesamthaft, das haben wir mit, also der Kostenvoranschlag liegt da bei 16 Milliarden Guaraníes. Davon haben wir jetzt 55% zusammen. Das meiste in Spenden, einiges, ein Teil, vielleicht 5% sind Versprechungen, die regelmäßig einkommen. Und wir brauchen etwa noch 45% von diesen 16 Milliarden. Herrn Wall, erklär uns doch einmal den Masterplan.
Ja, hier auf diesem Bild sehen wir den Masterplan, den wir entworfen haben, wie ich schon zu Anfang erwähnte. Und es geht jetzt im ersten Moment um das Hauptgebäude. Das ist dieses Gebäude, in dem wir uns jetzt befinden. Und dann geht es um das Jungeninternat. Das ist dieses ein Teil. Entschuldigung, dies ist das Mädcheninternat und dies ist das Junginternat. Das andere ist natürlich Zukunftsschau, also das sind weitere Internate und auch also, ja, Apartments für Ehepaare und Familien. Hier hinten sieht man noch so eine kleine Kapelle. In Zukunft glauben wir, dass das sehr wichtig wird sein für diesen gesamten Campus. Dort ganz links sind noch einige kleine Wohnungen. Unsere Idee ist, dass in Zukunft wir sollten also Wohnungen für Pastoren haben, die einen Monat hier sein wollen und, oder eine Woche und hier wohnen wollen, mit den Studenten Kontakt haben oder die Bibliothek benutzen oder wie immer, dass wir eine enge Beziehung haben. Und in Zukunft würde hier in der Ecke die Wärterwohnung kommen, aber das ist alles noch in der Zukunft. Was jetzt dran ist, ist dieses Hauptgebäude und je ein Internat für junge Männer und junge Frauen. Und hier natürlich ist die Straße mit dem Parkplatz und so weiter, das muss noch natürlich alles auch erstellt werden, aber grundsätzlich geht es darum. Ah, vielleicht noch eine Bemerkung, das Blaue ist nicht ein Swimmingpool, wie einige vielleicht denken, das ist eine eventuelle Volleyballkancha.